So, heute kochen wir zusammen einen Kackesalat. Habe ich noch nie gemacht, aber das ist mir in den Sinn gekommen, als ich heute gepostet bin, dass das die perfekte Vorspeise wäre für im Dezember. Alles, was man dafür braucht, ist Kacke natürlich. Denn wir haben jetzt hier Portulac. Ihr könntet aber auch zum Beispiel einen Nüsslisalat nehmen oder einfach sonst etwas Grünes. Spinatsalat würde natürlich auch gehen. Und dann noch ein bisschen extra Nährstoff haben wir hier noch ein bisschen Pistazien. Einmal so ein bisschen leicht gemahlen und einmal Pinienkerne, die ganz. Genau, dann legen wir schon los mit der Kacke. Die tun wir einfach halbieren. Dann vorsichtig den Strunk rausnehmen. Bitte schneidet euch nicht bei dieser Sache. Und schneidet dann nicht zu viel ab, weil das wäre auch schade um die Kacke. Die Kacke wachsen übrigens auch im Tessin, ist also keine exotische Frucht, sondern auch aus der Region für die Region. Dann würde ich die einfach so ein bisschen grob schneiden. Dann tun wir es nochmal halbieren. Denn hier habe ich schon ein wunderschönes Sösel vorbereitet. Hier drin hat es einfach Orangensaft, ein bisschen Essig, ein bisschen Salz, Olivenöl. Dann tun wir jetzt die hier drin marinieren. Und das Ganze jetzt einfach etwa 15 Minuten einweichen lassen. So, 15 Minuten sind vorbei. Die Soße ist jetzt schön eingezogen in die Kacke. Und dann nehmen wir hier den Portulac. Oder eben, wie gesagt, kann man auch einfach einen anderen Spinat nehmen. Wir verteilen den schön im Teller verteilen. Dann nehmen wir unsere marinierten Kackis und tun die hier in die Mitte anrichten. Und dann der Geheimtipp, vor allem der Geheimtipp darf natürlich nie fehlen. Tun wir einfach noch ein bisschen Soße, also wirklich genug Soße unten rein. Fast schon so ein bisschen wie ein Süppli. Und dann auch noch fürs Auge noch ein bisschen Pistazienkerne. Muss man wirklich nicht sparen. Und zum Schluss noch Pinienkerne drauf. Wer die Hai hat, kann natürlich auch noch ein bisschen schwarzen Sesam oben drauf tun. Das ist meine Lieblingszutat bei so Vorspeisen. Oder auch ein bisschen frittierte Knoblauch. Da wäre ich einfach vorsichtig sein, weil sonst schmeckt man Kacke dann nicht mehr so fest raus. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dieser ganz einfachen Vorspeise. Perfekt für im Dezember, für dein nächstes Nachtessen. Ich wünsche dir einen guten und mach es gut.